Ja, moin zusammen. Ein paar Leute haben gefragt wegen naja, Reinigung von Motorhäuben zum Beispiel. Okay. Ich habe hier ein super Exemplar. Man sieht's, ne? So, was kann man nehmen an Mittelchen? Mittlerweile ist alles so mild. An Mittelchen, dass man darauf keinen grünen Zweig mehr kommt in Bezug auf Reinigungswirkung. So ein Motor ist ja jetzt nicht so wirklich wahnsinnig weit entfernt von einem Backofen. Es wird ziemlich heiß. Wir haben viel mit Fett zu tun. Und diese Abdeckung nehmen wir mal runter. Kann man sich nicht vorstellen. Die kostet 160 €, diese Plastikabdeckung. Und jeder schmeißt die einfach nur runter. Also, mal zur Seite werfen. Ja, hier sieht man das Ausmaß des Elends. Ja. Was kann man also nehmen? Ich nehme ganz gerne Folgendes. Backofen und Grillreiniger. Ja. Funktioniert. Löst alles an Fetten, die wir hier schön eingearbeitet sind. Ja, man sieht's. Sieht richtig kacke aus, ne? Ich werde dabei nicht filmen können, weil ich das meinem Bekannten mache. Aber ja, ihr habt ja schon mal so einen. Vorher, ja, das ist seit 1995 ist da nichts mehr passiert. Ich kenne den Vorbesitzer, also von daher, ja, da ist nichts passiert, definitiv nicht. Ja, und das werden wir jetzt, jetzt schon mal, bevor wir losfahren, einsprühen. Das wirkt dann. Lüftung unbedingt auf Umluft, bitte. Ne? Nicht reinziehen das Zeug. Das ist nicht gut. Ist nicht fürs Einatmen gedacht. Deswegen jetzt schon mal alles anlösen, dann wird der Motor noch mal warm. Auf dem Weg dahin. Und dann, ja, wir haben Besuch. Da hinten ist gerade lustig, hier nicht. Das ist, ist halt so. Deckel mal kurz weg hier. Ja. Batterien macht das übrigens auch nichts aus. Diese Behälter mögen das auch mal ab und zu gereinigt zu werden. Das Problem ist, Öl macht sowas mürbe. Ja. Lücke. Ja. Scheibenwaschbehälter, dann sieht man auch mal, ob was drin ist. Wie gesagt, jetzt gleich auf dem Weg wird der Motorraum noch mal warm. Und dann haben wir da hoffentlich ein vernünftiges Ergebnis. Was ich auch noch mitnehmen werde, ist Felgenreiniger. Auch noch recht gut. Es gibt durchaus Felgenreiniger, die haben noch ordentlich Reinigungswirkung. Gut, die meisten Felgen halten das heutzutage nicht mehr aus. So eine Art Reinigungswirkung. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Kleinen Moment, müssen wir kurz Pause machen. Ja, die Post war da. Und deswegen musste ich mal kurz unterbrechen. Ja, richtig, ich bin jetzt nicht mal im Motorraum. Wir sind jetzt alleine mit dem Auto losgefahren. Ich bin hier geblieben. Und zwar hat mich eine Firma angeschrieben, per E-Mail, ob ich Interesse hätte, ihren Scanner zu testen. Um genau zu sein, ist das ein OBD-Scanner. Ja. Das ist grundsätzlich interessant, weil er sehr billig ist.
noch interessanter ist, dass er Live-Daten kann. Ja. Ich habe jetzt den Firmennamen erstmal abgeklebt. Ich habe der guten Frau auch gesagt, pass auf, wenn das Ding scheiße ist, sage ich das auch so. Ja, das ist halt so. So, wir haben jetzt beim Astra. Ich habe ihm gerade mal einen Fehler verpasst. Ihr seht, die Motorkontrollleuchte blinkt. Leuchtet. Für Hobbyschrauber, ich höre aus allen Ecken und Enden und Foren und weiß der Teufel, das nicht alles, was Vertragshändler oder Fachhändler fürs Auslesen verlangen. So, beim Astra geht das folgendermaßen. Ihr nehmt hier hinter dem Schalthebel das Ding weg. Da ist die OBD-Buchse. Der hier ist ein 2002er. Dann kommt der Kollege passend da drauf. Was ganz praktisch ist, unter dem Motorenbrett, man hat auch direkt, hier sieht man es, eine Beleuchtung, um das Ding zu finden. Finde ich erstmal schon mal gut. So, das Gerät startet automatisch. Da ist keine Batterie drin. So. Muss ich mal eben kurz die Lampe ausmachen. Ich habe extra die Innenbeleuchtung eingeschaltet. So, jetzt muss ich mich selber erstmal da reinfuchsen. Ich kann das ja auch nicht alles auf einmal. So, Diagnose. Und mal gucken, was er kann. Ah, so, Motor, MIL-Status. Ja. An. Sieht schon mal grundsätzlich gut aus. 21. Ja, da bin ich wieder. Also offensichtlich. So, und Diagnose. Codes lesen. Mhm. Absoluter Druck im Rohr, okay. Mhm. Atmosphäre-Sensor. Ja, ich habe gerade vom Saugrohr-Drucksensor das Kabel kurz abgezogen. Gut, das kann man sich zurecht dichten. Ne? Jetzt geht das hier noch weiter. Oder noch da? Ah, Einlauf. Ja, stimmt. Richtig. Ich habe den vom Luftmassenmesser auch einmal kurz das Ding abgehoben. Das wirft die Motorkontrollleuchte nicht. Wenn ich einmal kurz das Ding da abhebe während des Kaltlaufs, wird ein Fehler gespeichert, aber die Motorkontrollleuchte geht nicht an. Interessant. In diesem Fall wissen wir jetzt, was los ist. Okay. Okay. Exit, genau. Ja, das hatten wir jetzt. Exit. Ach so, hier unten muss ich drücken. Datensatz. Okay. Langfristige Kraftstoffregelung. Ja. Sogar plausibel. Saugrohrdruck. Ja. Motordrehzahl. 930, 901. 906. Zündzeitpunkt Frühzündung für Zylinder 1. Okay. Passt. Ansaugt Lufttemperatur 19 Grad, es passt. Luftmenge vom Luftmassenmesser müsste jetzt mehr werden. Ja. Drosselklappenposition. Passt. Ausgangsspannung Lambda-Sonde, ja. Kurzfristige Kraftstoffregelung. Ja, das passt sogar auch. Das ist Volllast.
Ausgangsspannung Lambda-Sonde 0,0. Pendelt, aber passt. Ja, passt. Kraftstoffregelung passt. EOBD hat er, ja. Wegstrecke, wenn Motor. Ja, Motorkontrollleuchte. MEL ist Motorkontrollleuchte. 0 Kilometer, ich bin ja nicht gefahren mit dem Ding. Ist nach wie vor an. Ja. Okay. Ja, das war's, was er jetzt live-datenmäßig kann. Ist aber ehrlich gesagt schon einiges. Grafische Items. Sokodruck. Ja, und ich hätte gerne die Motordrehzahl in Verbindung damit. Okay. Ja, klingt gut. Finndaten. Oh, wow. Nicht schlecht. Ich kriege die Fahrgestellnummer noch mal relativ schnell raus. Das ist gut. Na, was haben wir sonst noch? Wir können das Ganze ausdrucken. Das ist wirklich gut. Glaube, hier können wir ein. Ah ja, wir können ein Kabel anschließen für den Laptop oder für den Computer, dass wir das ausdrucken können. Jetzt noch mal in die Diagnose. Wir haben den Fehler ja entdeckt, beziehungsweise ich war es. Diagnose. Fehlercodes löschen. Jetzt wollen wir mal gucken. Fehlercodes, ja. Okay. Fehler kurz löschen. Und perfekt. Okay, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr an diesem Gerät interessiert seid. Dann verlinke ich das nächste Mal. Ich muss sagen, ich bin überrascht. Und wenn jemand an seinem Auto schraubt und nicht ständig zu irgendwelchen Werkstätten möchte, dann ist das durchaus ein. Ihr wisst, was los ist. Ne? Die Werkstatt kann euch kein dummes Zeug erzählen. Das machen sie ja gerne mal. Ihr wisst also von vornherein, was los ist. Wenn ihr euch dann irgendeiner vom Pferd erzählt, könnt ihr einen Ausdruck hinlegen. Pass auf, hier, das, ne? Erzähl mir keinen Scheiß. Und gut, Daten interpretieren, ganz andere Baustelle. Machen wir mal Motor wieder aus, dann nicht mehr viel Sprit. Daten interpretieren, eine andere Geschichte, da werde ich mal ein Video drüber machen. Aber wie gesagt, wenn ihr Interesse habt an dem Teil, in die Kommentare schreiben. Ich verlinke es dann beim nächsten Video. Dann gibt es auch den Namen etc. etc. Ihr werdet das jetzt öfter sehen. Ich werde es öfter mal benutzen. Ich werde es auch im nächsten Video in einem zweiten Fahrzeug mal benutzen. Polo oder so. Dann mal gucken, was der alles abdeckt. Ist ein reiner OBD-2-Scanner, ne? Jetzt nicht erwarten, dass der unglaublich viel kann, ne? Er kann die Codes lesen, die mit eurem Motor zusammenhängen. Hat nichts mit ABS etc. zu tun, ne? Es geht dir nur um den Motor. ABS und sowas alles in der Richtung, das fängt bei ein bisschen mehr Geld an. Oder bei diesen verdammten komischen Apps mit diesem OBD-Stick-Dings da, Bluetooth-Moped-Gerät, wovon ich überhaupt nichts halte. Ich habe zwei Steuergeräte bei Bekannten gehabt, die komplett durchgeknallt sind. Mit irgendwelchen Apps fürs Handy, beziehungsweise ihr kennt ja diese Stecker, die man irgendwo reinsteckt, die den Bluetooth mit dem Handy verbinden. Und dann das Auslesegerät mehr oder weniger imitieren. Wie gesagt, zwei Motorsteuergeräte habe ich bei Bekannten jetzt gehabt, die durchgeknallt sind. Und 1,5 bis 2.000 € für eine App. Okay. Bei dem Auto war es jetzt ziemlich Latex.
Wenn hier das Steuergerät kaputt ist, schicke ich es ein. Ich habe dann einen guten Reparaturdienst. 250 Euro war jetzt mein Risiko, beziehungsweise deren Risiko, weil denen hätte ich gesagt, Kollegen, mach mal Geld raus. Ne? Ja, ich denke, für Schrauber, ich rede immer noch von Leuten, die ab und zu schrauben. Ne? Ich rede nicht von Profis. Ich brauche zum Beispiel bei meinem Gerät brauche ich definitiv Zugriff auf ABS, auf sämtliche Steuergeräte. Ich kann programmieren, ich kann freischalten. Ne? Andere Geschichte, ganz andere Baustelle. Und auch nicht erwarten, dass das Ding Mercedes kann oder sowas in der Richtung. Also ne, irgendwie Sachen kodieren. Braucht man nicht drüber reden. Kann er nicht. Nee, ist ganz angenehm zu bedienen, muss ich sagen. Klar muss man sich ein bisschen einfuchsen, aber ich habe die Bedienungsanleitung noch gar nicht gelesen. Mache ich nie. Ich verzweifle lieber. Und nee. Wie gesagt, wenn ihr es haben wollt, ich mache einen Link fertig, dann könnt ihr das kaufen. Über meinen Link. Ich werde mit den Leuten da nochmal reden, wie das mit den Konditionen aussieht. Dann sehen wir weiter mit denen. Ich wollte eigentlich keine Werbung machen, ne? Aber es gibt genügend Leute. Ich habe in den Foren so viel gelesen. Ich muss zum Fachhändler, ich muss hierhin, ich muss dahin. 20 Euro, 40 Euro, 50 Euro teilweise. Einen habe ich gelesen mit 80 Euro nur fürs Auslesen. Hallo? Stecker reinstecken und, ne? Wollen wir uns nicht drüber unterhalten. Deswegen. Die Firma hat mich angeschrieben. Ich habe auch schon eine Firma, habe ich komplett abgelehnt. Weiß noch nicht mal mehr, wie die heißt. Die irgendwelche Tuning-Klamotten, die hier in Deutschland gar nicht eintragungsfähig sind. Was habe ich denn damit zu tun? Wenn ich ein Auto tune, dann nehme ich Markenware. Fahrwerke von Fichtel und Sachs und nicht irgendwelche Alpha-Kevin-Fahrwerke von. Ich weiß noch nicht mal teilweise, wie diese Schraubfahrwerke heißen. Schraubfahrwerke machen das Auto eh nur langsam. Das ist das Problem. Ich will keine Schraubfahrwerke, ich will vernünftige. Ich will schnelle Autos am Ende. Ne? Nicht Auto ist massiv tief, kann aber gar nichts mehr. Ja, dass sie wohl auch eine Kooperation, habt ihr jetzt gelesen, mit Maximiliano oder weiß der Teufel. Ganz anderer Content. Habe ich nichts mit zu tun. Nicht meine Baustelle. Ne? Wenn ich mir ein CL kaufe, dann arbeite ich das Ding auf. Tuning, okay, aber mit Stil bitte. Das ist ein Mercedes. Leute, S-Klasse. Ne? Ich habe meine S-Klasse nicht mal angefasst, großartig. Da waren irgendwelche Firlefanzfelgen drauf, die haben mich schon geärgert. Selbst E-Klasse, ich habe auch eine E-Klasse gehabt, ein W210. Ne? Der hatte eine Avantgarde-Ausstattung, der war tiefer. Ne? Und ja, blende ich euch auch mal eben ein. Ja, den habe ich am Ende nur verkauft, weil wir hier über die Wiese nicht drüber kamen. Der war ein bisschen zu tief. Ich habe das Auto gemocht. Ich mag Mercedes. Ganz, ne? Die alten Mercedes bis W210. Okay. Guckt es euch an, was mit dem 211, 212, was das für Fehlermonster sind. Ja? Aber 210, ja klar, der rostet. Das kann man wegmachen. Ja? Nicht immer rummimimien. Einfach mal machen. Ja? Wenn man nicht schweißen kann. Okay, es gibt wirklich Lehrgänge, da kann man schweißen lernen. Bieten einige Leute an. Das ist einfach so. So, und jetzt wollen wir mal gucken, ob die gleich mal wieder da sind mit meinem Auto. Und wie das dann aussieht. So, da ist er wieder. Und mal gucken, wie der Gerät aussieht. Ja. Gott. Ja, damit kann man nicht arbeiten. Ja, wie man sieht, ne, so mag ich das. Jetzt sehe ich überall, wo irgendwo Öl rauskommt. Irgendwelche Undichtigkeiten. Wie gesagt, ich nehme Felgenreiniger. Backofenspray als Vorbehandlung.
Dann Felgenreiniger, ganz normalen Felgenreiniger. Ja, Aluminium. Das meiste im Motorraum ist eh Aluminium. Von daher, ja, hier kann man auch wieder was sehen mit dem Füllstand. Da hinten sieht man, ob Wasser drin ist, zumindest von der einen Seite. Wohl nicht so viel verlangen, ne? Ja, und man kann wieder irgendwelche Sachen anfassen. Darum geht es im Grunde genommen. Die meisten Leute greifen nicht in ihren Motorraum, weil es einfach als scheiße aussieht. Ja. So, ich denke mal, wird langsam dunkel hier. Wird auch noch mal regnen, denke ich. Werden wir langsam zum Ende kommen. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche. Und wie gesagt, in die Kommentare schreiben, ne? Ob ihr das Ding haben wollt. Achso, ich habe beim letzten Mal gesehen, über 3000 Aufrufe, 180 Likes. Leute, das geht doch besser, oder? Ja, ist für den Algorithmus. Mir ist eigentlich futz egal, ob das ein Like gibt oder nicht, oder ein Dislike. Ich habe die Dinger auch wieder eingeschaltet, die Likes. Ja, weil einer meinte, das wäre Psychologie. Mal, ob man sieht, dass da was passiert oder sowas in der Richtung. Ja, aber es passiert ja nichts. Wie gesagt, ist für den Algorithmus, damit wir hier irgendwie weiterkommen. Ich würde auch ganz gerne noch Werkzeuge vorstellen und sowas alles in der Richtung. Nicht unbedingt Werbung, aber das ist, wir haben noch einiges vor auf jeden Fall. Ich habe in dem Kanal noch einiges vor. So, bis zum nächsten Mal. Ciao.